Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu meinem ersten richtigen Video zu Let's Play Darksiders, einem Spiel von Vigil Games, das 2010 zuerst für Konsole und dann für den PC erschienen ist. Ich habe euch ja relativ lange warten lassen, was richtige Aufnahmen zu Darksiders anbelangt, aber ich glaube, ich habe euch sehr auf den Geschmack bringen können. Und ich glaube, alles ist soweit ganz gut eingestellt. Ich musste ziemlich lange mit dem Sound rumprobieren, bis das alles funktioniert, weil mir das Spiel irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Man hat mich irgendwie nicht gehört, aber das soll jetzt nur nebensächlich sein. Ja, was ist Darksiders für eine Art von Spiel? Ich denke, ihr könnt es euch schon erahnen. Oder ihr habt euch vielleicht auch selbst schon informiert. Es ist ein Action-Adventure, also quasi dasselbe Genre wie Overlord. Das allerdings viel mehr Hack-and-Slay-Elemente in sich vereint als anderes Spiel. Warum habe ich Darksiders ausgesucht? Als ich Darksiders zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich wirklich sehr viel Spaß gehabt. Also, ich habe so eine Art von Spiel noch nicht gespielt. Und ich denke auch, das Setting ist eine willkommene Abwechslung, dieser Konflikt zwischen Himmel und Hölle und das quasi die Erde, die Menschheit mit reingezogen wird, finde ich eine willkommene Abwechslung. Auch vor allen Dingen eine Erholung für mich. Eine Erholung vom Rollenspiel-Schwergewicht The Witcher, wo ich jetzt auch schon keine Ahnung wie lange dranhänge. Und bevor ich jetzt hier noch weiter quatsche, werde ich einmal den Schwierigkeitsgrad wählen. Das wird apokalyptisch sein, weil ich finde, dass normal zu einfach ist. Und ich bin ja ein Mann, der gerne Herausforderungen sucht. Was gibt es noch über das Spiel zu erzählen? Ich denke, dass das Intro euch einen guten Einblick geboten hat. Und ich denke auch, dass es nicht schwer zu erraten sein wird, wo das Spiel jetzt beginnt. Denn es beginnt direkt dort, wo das Intro aufgehört hat. Ich werde jetzt das Intro jetzt mal überspringen. Das werde ich auch überspringen. Das kann ich nicht überspringen. Doch, kann ich. So. Und wir befinden uns in einer Großstadt. Es könnte New York sein. Es könnte eine andere amerikanische Stadt sein. Wir sind Krieg. Einer der vier apokalyptischen Reiter, die geschickt wurden auf die Erde. Beziehungsweise es wurde nur einer geschickt, und zwar wir. Der Grund ist, dass, so wie es uns im Intro vermittelt wurde, die sieben Siegel gebrochen wurden und sozusagen der Endkrieg gegen die Menschheit eingeläutet wurde. Ein Krieg, der das Gleichgewicht bringen sollte. Aber die Frage ist, wurden die sieben Siegel wirklich geöffnet? Das werden wir herausfinden und noch viele weitere. Ja, die Steuerung ist eigentlich sehr einfach. Vor allen Dingen ist das Gameplay auch ziemlich einfach, aber spaßig. Wir haben hier Gegner. Momentan sind das Dämonen, aber wir werden auch noch gegen Engel kämpfen. Und wir haben jetzt einen richtig fetten Gegner vor uns. Und für diesen Gegner müssen wir in die Chaosgestalt wechseln. Das ist sozusagen eine, ja, Transformation in ein selbstdämonisches Wesen. Und in dieser Form haben wir mächtig viel Power und können diesen fetten Dämon vernichten. Ha! Und er schmilzt. Er schmilzt, Freundchen. Eine Cutscene. Da sehen wir auch schon ein paar Menschen rennen. Die versuchen noch zu retten, was es zu retten gibt, aber ich kann euch sagen, da ist nichts mehr. Also, da haben wir gerade Engel gesehen, die uns erkannt haben. Also, wir sind quasi ein A-Promi in der Hölle und im Himmel. Weil die vier apokalyptischen Reiter ja auch schon ziemlich gefürchtet sind. Hier haben wir irgendein großes Golem-Vieh vor uns. Ich wechsle mal lieber in die normale Gestalt, das finde ich wirklich spannender. Falls ihr euch fragt, warum wir am Anfang hier jetzt so stark sind, das wird sich alles noch ändern. Wir haben da oben, links in der Ecke, Lebensbalken. Oh Mann, und wieder eine Cutscene. Also der Anfang ist sehr, sehr actionreich. Zwar auch ein bisschen stupide, weil man nichts weiteres macht, als Gegner zu verprügeln. Aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Oh mein Gott, und er fällt um. Ich hoffe, dass mein Rechner keine Probleme bereitet.
Denn er ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste und... Aber ich glaube, das passt alles performance-technisch. So, hier. Scheiß Engel. Was ich gut an diesem Spiel finde, ist, dass das übliche Schwarz-Weiß-Denken bei diesem Spiel nicht zieht. Das heißt, der Himmel ist nicht unbedingt gut. Genauso wenig wie die Hölle unbedingt schlecht ist. Also jeder schmiedet da irgendwie seine Pläne und Machenschaften und das ist alles ganz gut gemacht. So sollte das auch meiner Meinung nach sein. Dieses stereotypische Denken, das ist einfach ausgelutscht. So, wo ich gerade unterbrochen wurde. Wir haben oben in der Ecke... Die, ja, wieso sieht man das denn schon wieder nicht? Golem, raus aus dem Bild, Fettsack. Der ist echt fett, der ist echt breit. Guckt euch ihn an. So. Wir haben oben in der Ecke diese Lebensbalken gerade gesehen. Oh nein, was ist das? Was geschieht hier? Und man hat gerade gesehen, dass wir von diesen Lebenssteinen welche verloren haben. Jede dieser Lebenssteine steht für eine Lebenssäule. Und wenn die alle weg sind, könnt ihr euch denken, was passiert. Nämlich, wir sterben. Wir folgen jetzt erstmal diesem Golem. Er scheint uns zumindest nicht feindlich gesonnen zu sein, dass wir auch ein bisschen heftig... Wow. Meteoriteneinschlag, Vorsicht. Ach du Scheiße. Also die ganze Menschheit wird einmal richtig kräftig durchgeschüttelt. Zurück können wir jetzt nicht mehr, da schießt ein Bulle um sich herum. Ich glaube, du kannst auch nichts gegen diese Dämonen ausrichten. Schleudern wir den Dämon einmal kräftig aus. Man kann in diesem Spiel auf jeden Fall mächtig demolieren. Das macht so richtig schön Spaß. Und jetzt prügeln sich hier die Engel und die Dämonen. Und wir greifen in diesen Konflikt ein. Autsch. Wenn so ein Zeichen aufblinkt, wie zum Beispiel bei diesem Dämon, jetzt können wir einen Finishing Move machen. Dieser Finishing Move erledigt den Gegner. Wir können ihn aber erst einleiten, wenn der Gegner eine bestimmte Anzahl an Trefferpunkten unterschritten hat. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach sagen, oh, da ist ein Gegner, mach ich mal den Finishing Move und er ist tot. Nein, das funktioniert nicht. Das wäre auch zu einfach. Und ich hoffe, dass man mich überhaupt versteht. Da bebt einmal kräftig die Erde und... Das sieht aus wie das, was ich gestern verdaut habe. Dämonengewächse können überquert werden. Drücken Sie die Leertaste, um dagegen zu springen und mit dem Klettern zu beginnen. Ja, ich nehme mal an, dass das zu beginnen wird. Dämonengewächse. ich nenne ihn mal Freund, der uns im Spiel noch oft begegnet wird. Denn wie sollen wir sonst eine gigantische Hausfassade emporklettern, wenn wir nicht an Dämonengewächsen hochklettern können? So. Und sie kommt schon wieder. Als würde uns das Spiel mit einem Wink sagen wollen, dass wir dort oben hin müssen. Und wir sind auf dem... Wow! Was sind das für Viecher? Ich nehme mal an, dass... wir uns da nicht einmischen sollten. So, und wir klettern jetzt einmal wie Spider-Man Rohre entlang. Und schon wieder das Dämonengewächs. Oh mein Gott. Die Stromleitung ist gekappt. Nicht gut. Und... Oh, ich dachte, ich würde jetzt hier irgendwo runterfallen, aber... Zum Glück nicht. Wow, 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 wow. Na, 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 na. Haut ab. Hier oben will ich nicht kämpfen. Jetzt könnt ihr meinetwegen kommen. Also der Anfang ist, wie gesagt, nicht sehr anspruchsvoll. Man klopft sich einfach nur durch diese Stadt. Ich denke mal, ihr werdet trotzdem auch einen Spaß dabei haben. Was mir an der Grafik nicht gefällt, ist, dass es keine Kantenglättung gibt, soweit ich weiß. Es ist halt eine Konsolenimportierung. Demo. Und das Tor wird geschlossen. Das wird... Wow. Pass doch mal auf mit dem Scheiß. Es wird erst wieder geöffnet, wenn wir diese... Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil für apokalyptisch ist das doch etwas leicht, oder?
nehme mir diesen Tisch. Nimm ihn. Autsch. Verdammt. Es klappt nochmal. Ich verspreche es. Ich werde einem Gegner einen Tisch versauen. Es klappt schon wieder nicht. Nimm das. Ich glaube, bei Apokalyptisch ist einfach nur das Ding, dass die mehr austeilen, aber nicht unbedingt mehr einstecken. Gott. Ich sollte mich mal aus der Gefahrenzone begeben. Da ist ein Monster, das ich mit einem Finishing Move endgültig erledigen kann. Krieg steckt einfach mal sein Schwert hinein. Ja, so kriegt man das ja. Man lässt das Schwert los. Und steckt es wieder ein. So war das im Mittelalter, so wird es auch in diesem Spiel sein. Nein. Okay, jetzt sollte ich noch. Denn die Gegner erwischen mich so, wie ich es nicht haben möchte. Weg. Zerteilt. Und die Tür öffnet sich und wir können da durch. Wow. Die Erde bebt. So, was ich eben sagen wollte. An der Grafik gefällt mir nicht, dass es eine, dass es keine Kantendötung gibt. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Wow. Lass mich bloß in Ruhe. Dass es keine Kantenglättung gibt. Zumindest flimmern einige Texturen. Das ist in höheren Auflösungen schon etwas störend, aber also ich hoffe, es stört euch nicht. Rutsch! Autsch. Hier haben wir ein paar Engel. Nachdem ich einfach mal ein Auto geschmissen habe. So, hier, hassen Bulli. Wurms. Ich finde das gut, dass man hier mit sehr vielen Gegenständen interagieren kann. Wie hier zum Beispiel den Autos. Boom. So mache ich das auch immer, wenn ich morgens aus dem Haus gehe. Wenn irgendwo zu viel Verkehr ist, dann schnappe ich mir einfach mal ein Auto. Und Rambazamba die Wurst. Weg. Oh, ich sollte auch aufpassen. Ich habe nicht allzu viel Energie mehr. Um es zu erledigen. Ein netter Slow-Effekt, der da noch mit bei ist. Autsch. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's wirklich eng. Jetzt ist nämlich meine Lebensanzeige schon rot geworden. Aber noch geht's. So, da kommt wieder eine Cutscene. Ach du Scheiße. Die ganze Stadt wird einfach mal zerlegt. Ich hoffe, da kommen jetzt keine besonders starken Gegner mehr. Oh Gott. Wie soll ich die denn alle besiegen? Eine Cutscene. Und schnapp. Wer ist das? Er sieht wie ein wichtiger Charakter aus. Yummy, das schmeckt aber, oder? Also mit Blut wird nicht gegeizt. Und da sind wir. Unmöglich. Abaddon. Was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Deine Hand, Typ. Mein Gott! Das war knapp. Gerettet von einer hübschen Frau. Passieren. Wir verlieren schon wieder unsere Kräfte. Der Siegel wurde nicht gebrochen.
Abaddon! Was um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Merkwürdig, was erfahren wir da und was... Oh mein Gott. Mitten aus dem Schlund der Hölle ein riesiges Biest, ein riesiges Vieh. Und wir müssen auch noch gegen dieses Vieh kämpfen. Oh mein Gott. Ja. Wow. Gib mir das Auto. Ich schleudere das hier zurück. Boom. Was sagst du dazu? Wow. Das war aber eine Schockwelle. Nochmal kurz zur Handlung, was wir da gerade erfahren haben. Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen und nur Krieg wurde gerufen? Das ist äußerst merkwürdig. Autsch! Vor allem, wer war dann dafür verantwortlich, dass wir gerufen wurden? Hä? Hat ihn gerade ein Auto getroffen? Autsch. Ich habe nicht mehr wirklich viel Energie, deswegen muss ich aufpassen, was ich tue. Das ist übrigens der erste Endgegner des Spiels. Wie konnte man das erahnen? Autsch. Ich werde noch nicht sagen, wie dieses Vieh heißt. Ich weiß es, aber ich sage es. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mächtig zacke. Wow. 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 Was machst du da? Du hast den ganzen Boden angehoben, verflucht. Ich schmeiß weiter Autos in dein Gesicht. Mazda! BMW! Mercedes! Glaubst du, du kannst mich aufhalten? Ich werde dir einfach alles in die Fresse schießen. Außer mein Boden. Der bleibt in meiner Garage. Wow. Ich habe Angst vor dieser Schockwelle. Ich sag's euch. Ich habe Angst vor ihr. Ja, los. Schleudern mir mehr Autos entgegen. Hier. Taxi. Autsch. Ah, ich kann ihn erledigen. Sehr gut. Autsch. Das hat weh. Oh nein, wir haben unsere Kraft wieder verloren. Was ist nur los? Irgendwas ist hier nicht richtig. Lauf weg. Das Gesetz wurde gebrochen. Genau wie du, Reiter. Nein! Verdammt nochmal! Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut. Was ist hier nur los? Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Haben wir uns geirrt? Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt,
waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich! Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Nein! Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Diese dummen Steinköpfe. Du kehrst zur Erde zurück. Wie sie einfach mal alle herumkommandieren. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Und jetzt bekommen wir quasi eine Leine angelegt, damit der Rat uns kontrollieren kann. Auf all unseren Schritten. Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Ziemlich hässliches Vieh, muss ich sagen. Vergiss das nicht, sonst werde ich deine Innereien beobachten. Genug. Erhebe dich, Krieg, und wappne dich. Ich denke, wir sind gewappnet. Drücken Sie B, um zwischen Gehen und Rennen zu wechseln. Naja, ich hoffe, dass dieses Video euch erstmal einen kleinen Einblick gegeben hat. Wir sind jetzt dabei, eine Verschwörung aufzudecken. Und das wird uns in Darksiders erwarten. Warum wurden die 7 Siegel gebrochen? Wurden sie gebrochen? Scheinbar ja nicht. Aber wer hat uns dann gerufen? Chaosfresser. Chaosfresser. Die wütende Klinge durch Kriegsklinge. So. Ich werde sie aber erst im nächsten Video holen, denn das Spiel hat schon, das Video hat schon Überlänge. So, bis zum nächsten Mal.